Ich darf euch alle herzlich willkommen heißen hier auf Ammonia in Animal Crossing New Horizons. Freut mich, dass ihr vorbeischaut. Wirklich schön, dass ihr dabei seid. Im letzten Tagebucheintrag, da sind wir hier auf dieser Insel gelandet. Wir haben uns für das Reif für die Insel-Paket entschieden. Und jetzt haben wir den letztens mit einer kleinen Feier hier beendet. Und das sind wir immer noch. Doch jetzt sind wir langsam müde. Wir wollen schlafen gehen. Und jetzt reden wir mal mit Tom Nook und gehen schlafen. Oh Mischi, ich hoffe, du vergnügst dich. Ja. Wenn du wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig ein Zettchen aufs Ohr. Wir bleiben hier. Ja, okay. Mach mal. Hinlegen, klick gut. Leute, ich hoffe, ihr seid gesund und munter und ich hoffe, euch geht's gut. Wunderbar. Aber warte, ich hatte noch eine was Kleines für dich. Dein eigenes Feldbett. Stell es in deinem Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst. Alter, das erinnert mich ans Bundesheer. Ach, und ein paar Kisten warten dort auch auf dich. Vielleicht kannst du ja mit dem Inhalt was anfangen. Um die Kisten zu öffnen und die Sachen darin zu verwenden, drücke einfach A. Und wenn du dich aufs Ohr legen willst, bewege dich mit dem linken Stick auf dein Bett. Morgen ist ein großer Tag für dich, der Anfang deines Insellebens. Also ruh dich gut aus, ha? Aber jetzt habe ich dir genug erzählt. Zeit für die Haie. Schlaf gut, Mischi. Okay, ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Gute Nacht, lieber Schlepp. Gut gemacht, Mischi. Dann haben wir ein schönes Lagerfeuer. Mischi, willst du langsam in dein Zelt zurückziehen? Du hattest einen langen Tag. Komm morgen früh doch bitte zum Service Center. Wo das ist? Am guten Zelt da. Okay, mach mal. Gute Nacht, liebe Bella. Eine Lagerfeuerparty auf einer einsamen Insel. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, Wedel, Wedel. Ich freue mich außer, dass wir wirklich zwei sympathische Bewohner hier haben. Wenn wir hier so mit Saft aus den heimischen Viersen anstoßen, sind wir eine richtig kleine Familie. Ich werde auf dich aufpassen, wie ein großer Bruder. Danke, 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 lieber Nestor. Wir gehen jetzt heier. Alter, am liebsten würde ich noch hier ein bisschen mit den Kumpels zusammensetzen, aber... Alter, die Musik. Es war wirklich ein harter Tag für uns, Leute. Wir waren ja wirklich unterwegs, langer Flug mit dem Flugzeug und ja, was haben wir denn hier? Oh. Radio, noch ein bisschen Nachrichten hören. Der Coronavirus verbreitet sich immer weiter. Oh, machen wir schnell wieder aus, komm. Darf ich nicht ausschalten. Na gut. Und ein Lämpchen. So. Wir bekamen außerdem das Feldbett vom lieben Tom. Oder nicht genug Platz. Jetzt aber, komm. Alter, so wirklich, Alter. Wie im Bundesheer. So. Machen wir das Lichtchen aus. Dann schieben wir ein bisschen weg. Ja, passt schon. Und gehen heier. Soll ich ein Schläfchen halten? Ja, mach mal, lieber Mischi. Ich bin so müde. Gute Nacht und schönen Traum wünsche ich dir. Anderes Ich. Oh, Leute, das Spiel ist so cool. Ich freue mich jetzt echt. KK? Du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen. Willst du der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gib im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. So ist es. Aber wen juckt's? Du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man's selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merk dir eins. Niemand kommt auf Dauer ganz allein über die Runden. Wenn's da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein. Ein paar Mitstreiter. Oh, Mitstreiter, Mitstreiter. Liebe Mitstreiter, ich hoffe, euch geht's gut. An deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, um einen alten Hund beim Jaulen zuzuhören.
Okay, Kay. So langsam wird es Zeit für dich, die Äuglein aufzutun. Alter, ist das... KK, was machst du in meinem Traum eigentlich? Oh, der ist so cool, der KK. Der kann sogar in meinem Traum auftauchen. Okay, mach mal. Ja, okay. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Ja. Ich weiß, Leute, ich bin froh, dass ich euch liebe Mitstreiter habe. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf deiner einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden. Klingt gut, oder? Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Dann mal viel Spaß. Das wär's von mir. Man sieht sich, ja? Okay, Leute. Okay, Kay. Danke, dass du in meinem Traum vorgekommen bist. Vielleicht kommst du auch mal in meinem richtigen Traum vor. Kukuriki! Oh, es ist Tom Nook. Michi, bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ja, ja, ich warte hier, bis du soweit bist. Wo ist hier? Guten Morgen! Zähne putzen, waschen, frühstücken. Okay, das gibt's hier nicht. Wir sind hier auf einer einsamen Insel, Leute. Wir müssen uns das selbst beschaffen. Und das sind ja alles Tiere. Den stört der Mundgeruch nicht. Oh, Tom! Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe das verpennt, verdammt! Das ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Zuerst einmal brauchst du das hier, hä? Ein Handy! Dein ganz persönliches Nook-Phone! Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein, hä? Okay. Alter Smartphone-Kiddies! Willkommen! Siri? Willkommen! Perfekt! Er ist also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Okay. Eine Frage, Michi. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Nee. Ich habe selbst eins. Sehr gut, dann sollte es ja ein Kinderspiel für dich sein. Ich würde sogar sagen, dass das Nook Phone viel nützlicher ist als das Gerät, das du bereits besitzt. Okay, ich schmeiß es weg. Ich schmeiß es weg. Oh, eine Sache noch. Oh, ein Zettel. Das ist die Rechnung? 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 Davon stand nichts im Vertrag. Das ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nook-Phone. Alter, jetzt geht's aber los, Freunde. Da bekommt auf Summa Summarum auf bescheidene 49.800 Sternis. Sternis, das sind die Währung, alles klar. So viel habe ich nicht, ich habe 0 Sternis. Wirklich ein köstlicher Scherz, Michi. Wie? Das ist dein Ernst? Aber natürlich, wie konnte ich das nur übersehen? Ich bin obdachlos gewesen davor. Ihr wisst es alle unter meiner Brücke und in meinem blauen Dixi-Klo. Und jetzt bin ich tatsächlich auf einer einsamen Insel. Also Sterne sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Aber kein Anlass zur Sorge. Nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst dein Reif für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service. Nooks Meilenprogramm. Meilenprogramm? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nooks Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Ammonia einfach nur lebt. Geil, Mann. Geil, Mann. Das ist ja wie beim AMS. Da bekommt man auch Geld, indem man nichts tut. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr. Und längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären das 49.800 Sternis fällig. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind das nur läppische 5.000 Meilen. Cool. Ist doch cool, oder?
Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Moment, darf ich zuerst mal den Vertrag lesen und das Kleingedruckte und sonst alles weitere? Weitere Details findest du auf deinem Nuke-Phone. Starte dazu einfach mal die Nuke-Meilen-App. Bis 10, das ist schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Echt? Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich dich noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Danke! Es freut mich, dass du dich als Kunden von Nuke Inc. und Bewohner von Ammonia zu begrüßen. Alles klar, lieber Tom Nuke. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann nun tun und lassen, was ich will. Juhu! Jawohl! Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht den Powerschalter, wenn oben rechts dieses Symbol für automatisches Speichern erscheint. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auf Minus drücken, dann das Spiel speichern und beenden. Okay, Leute, jetzt haben wir quasi die echte Zeit. Ihr könnt es unten links sehen. Wir haben den 20. März um 10.21 Uhr. Und oben links ist mein Handy. Was haben wir denn hier? Das müssen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Kamera. Fotografie und setze dich dabei. Aha, das ist ein Fotomodus. Okay. Ja. Alter, cool. Zoomen kann man. Verschiedene Filter kann man einsetzen. Rahmen kann man auch noch machen. Uhrzeit und Datum. Gesten kann man auch noch machen, aber das habe ich nicht freigeschaltet noch. Jawohl. Unser erstes Foto. So, was haben wir hier noch? Nuke-Meilen? Nuke-Meilen, du hast dich für Nukes Meilen-Programm angemeldet. Das sind sozusagen Missionen, Leute, die durch Teilnehmer an Aktivitäten auf der Insel Nuke-Meilen verdienen. Weiter. Danach kannst du sie im Nuke-Portal im Service-Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Kostet das Inselleben voll aus. Hole die Nuke-Meilen. Okay, Meilen erhalten Ammonia in Sicht. Vielen Dank für die Teilnahme an Nukes Reif für die Insel-Paket. Für den Flug zur Insel erhältst du deine erste Nuke-Meilen. Abholen. 500 Nuke-Meilen? Das sind ein Zehntel der Kosten. Das haben wir abgeschlossen. Okay, Angelmeister. Also das sind wirklich wie Missionen, Leute, die man schaffen kann. Angeln ist auf eine lebenswichtige Fähigkeit. Ja, ja. Wie er sogar das Ja, ja raufschreibt. Also er sagt es nicht nur. Alter, er macht sogar seine Gewohnheiten hier auf dem Papier zum Vorschein. Nuke Inc. ermutigt alle Siedler, sich auf den langen Weg zum Angelmeister zu begeben. Okay, wir müssen also 10 Fischis fangen. Soziales Tier. Du Kind begrüßt es, wenn die Bewohner sich möglichst viel grüßen. Am besten solltest du jeden Tag all deine Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo gesagt haben. Okay, können wir auch ein bisschen was verdienen? Verdiene die Meilen, indem du Krabbeltiere fängst. Je mehr du erhaschst, desto weniger werden deinen Nachbarn aus Sockenschublade entgegenspringen. Ja? Meistergärtner, je mehr Blumen hier wachsen, desto schöner ist unsere Insel. Deshalb verleihe ich den fleißigsten Blumenpflanzen, Pflanzern. Die begehrte Nuke-Meilen. Für den Verkauf eine bestimmte Menge Obst bekommst du Meilen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird teilweise mehr für die Früchte bezahlt, die unsere Spezialität sind. Muschelsammler, ja, das ist ein... Da kann man ja wirklich viel hier machen. Designs. Eigene Designs erstellen. Okay. 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 Ja, Designs, das kennt man ja aus der Animal Crossing-Reihe. Kann man sich selber erstellen, aber das werden wir uns heute nicht anschauen. Das werden wir uns anders mal anschauen. Karte. Aha. Aha. Sehr praktisch. Pass. All deine Passdaten sind hier gespeichert. Die können von anderen Spielern angesehen werden. Besuch der anderen Insel. Du kannst dein Foto, dein Titel und dein Kommentar jederzeit ändern. Werde nach Herzenslust kreativ. Okay. Notrettung. Dieser Dienst rettet dich,
wenn dein Weg versperrt ist und du nicht mehr weiter kannst. Du wirst dann nach Hause oder ins Service Center gebracht. Die Nutzung dieses Dienstes kostet Nukmeilen. Notrettung rufen. Das kostet Nuk. Nein. Machen wir nicht. Okay, Leute, jetzt haben wir mal unser Smartphone angeschaut. Jetzt können wir endlich beginnen. Ein Stein. Ich nehme den Stein mit nach Hause. So. Alter, erstmal alles einsammeln. Alter, guck dir das Meer an. Man kann sogar die Kamera ein bisschen ändern. Oh, da oben. Geschenk. Ein Schmetterling. Aber ich kann das Geschenk noch nicht runterholen. Nehmen wir die Pfirsiche mal mit. Also Leute, das ist wirklich so ein Spiel, wo man echt entspannen kann. So, ah, du bist schon wach. Guten Morgen, Nestor. Jo, Michi. Ja, wir haben mein Zelt echt eine gute Stelle erwischt. Danke für die Empfehlung. Wir sollten uns hier weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher. Brrr. Ach ja, ich habe hier was für dich. Als Dank für die Hilfe mit dem Zelt. Brrr. Was ist das? Diese Jeanscappe ist perfekt für Ammonia. Probiere sie an, indem du X drückst, um die Tasche zu öffnen. Drücke deinen Arm, um sie auszuwählen. Werde dann tragen. Später kannst du sie jederzeit wieder loswerden. Falls sie dich beim Trainieren stört. Jawohl, Mann, das finde ich cool. Pfirsich, da essen wir mal einen. Jawohl. Tom Nook, der läuft hier auch rum. Ah, nee, das ist nicht Tom Nook, das ist Schlepp. Na, Michi, schön dich zu sehen. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt? Wir arbeiten nachts im Service Center, also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Alter, sogar in der Nacht arbeiten die. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schaue, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, dass du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Okay, aber ich denke, wir können uns gut selbst beschäftigen. Schaut mal oben links. Oh, Geld! Jawohl! Holz, also immer ein bisschen sammeln. Oh, unsere Bella ist auch schon wach und sie angelt. Mal überlegen, wie schaffe ich es beim Fischen super tough rüberzukommen? Ja, guten Morgen, liebe Bella. Okay, da. Nukmeilen. Ah, ich habe ja mit jedem Bewohner geredet, das heißt, ich kriege Nukmeilen. Jawohl, okay, sehr gut. So, bisschen Pfirsiche. Oh, und wenn ich die esse, ich muss 10 Stück essen. Aupala, so, wollte ich gar nicht ablegen. Guck mal oben links. 2. 3. 4. 5. Und 6. Das ist eine coole Mission hier. Ja, Leute, das ist so ein wirkliches Spiel, wo man richtig entspannen kann, Leute. Man kann tun und lassen, was man will. Die Insel wird sich auch ständig weiterentwickeln. Es werden neue Bewohner auf die Insel kommen. Es werden zum Teil Gebäude gebaut. Es wird einfach unser Abenteuer werden. Es freut mich echt, dass ihr dabei seid. So, 4 musste ich noch schnell essen. 1. 2. Ah, unser Käppchen steht uns auch gut, oder? 3. 4. Okay, das sind jetzt 10. Wir haben 10 Pfirsiche gegessen. Der Bauch ist voll. Bekomme ich jetzt was? Eine Nukmeile? Ah. Ach so, da kann ich schon. Ich habe einen. Ah. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Cool. Habe ich gar nicht gesehen, dass das eine Mission ist. So, und was ist hier mit den 10? Okay, gehen wir mal da rein. Da müsste Tom Nook drin sein. Schauen wir mal, was er uns heute erzählt. Oh. Servus.
Ah, Michi, willkommen, willkommen. Da hier ist ganz kuschelig, hä? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig. Lass es mich wissen, wenn du ein Rad, ein Inselleben oder irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel alles benötigst, solltest du mit Nepp reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötigen Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. So soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefteste Business-Methode, aber definitiv großzügig. Ja, ja. Ah, also bei ihm kann man Sachen verkaufen. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Hä? Okay. Ah, ich sehe, hast du auf meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Ja, ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich für den nächsten freien Kurs anmelden? Ja, aber mit Vergnügung. Das ist eine tolle neue Funktion in dem neuen Animal Crossing. Ja, ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir zurück, ha? Haben wir nicht 5 Äste schon? Hammer. Ah, Michi, nötiges Material gefunden, ha? Also dann, bauen wir uns gleich eine Angel. Ja, ja, wähl zum Anfang ein Projekt an, Werkpunkt aus. Versuch's mal. Machen wir das doch. Wackelangel, oh mein Gott. Ja. Alter, wie ein Baumeister. Die Wackelangel ist fertig. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Kein langes Tutorial, das begrüßt dich doch. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Ich schicke sie einfach auf dein Nook-Phone. Kannst du es bitte kurz herausholen? Ja, sicher. Bluetooth aktivieren und dann haut das schon hin. Brrr. Oh, Bastelanleitungen. Neue App. Ausgezeichnet. Die App Bastelanleitung ist nun auf dem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Die sollte dir gute Dienstleistung. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen, ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir schon geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches ziehen. Ja, ja. Wenn du das fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Okay, Leute, dann wissen wir, was zu tun ist. Immer viel sammeln, damit wir möglichst viel basteln können. Möglichst viel Werkzeug und andere Materialien. Denn wir sind hier auf einer einsamen Insel, da müssen wir alles selbst erstellen. Und was steht denn hier? Schwarzes Brett. Auf diesem schwarzen Brett werden wir wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlichen. Ja, ja. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren, besondere Ereignisse zu feiern und so weiter. Okay. Und wir können auch selber Posts erstellen. So. Leute, ich würde dann sagen, dann nehmen wir mal die Angel raus. Ausrüsten. Und versuchen mal irgendwas zu... leist mal Bella hier Gesellschaft. Hier ist aber kein Fisch in der Nähe. Angeln, das wissen natürlich die Animal Crossing-Freunde unter uns, wie das funktioniert. Hier ist auch schon einer. Oh, zu früh. Zu früh. Es vibriert doch ganz lustig hier am Controller. Da können wir leider nicht rüber. Alter, wie das Wasser aussieht. Wunderschön, oder? Haben wir hier irgendwo einen Fischi? Fischi? Ah, hier haben wir einen Fischi. Das ist ein Meeresfisch. Salzwasserfisch. Und das ist er! Unser erster Fisch im Spiel! Ja! Eine Makrele. Dich wollte ich mir schon immer mal krallen. Und das hast du auch geschafft. Gut, dann zeigen wir jetzt Tom Nook. Oh, guckt mal.
Nestor da oben angelt auch mit seiner professorischen Angel. Er hat dieselbe wie wir. Oh, er hat ein Büchlein. Ah, Michi. Hallo, hallo. Was darf's sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Ich habe ein Lebewesen. Wunderbar. Dann wollen wir einmal sehen. In Ordnung? Ah, in einer Plastiktüte. Ah, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um eine Makrele. Wenn diese Insel so etwas wie eine Makrele beherbergt, wer weiß, was wir dann noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Michi. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick darauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden, hä? Ja, klar. Das muss Eugen sein. Vielen Dank, ich werde mich gut um deine Makrele kümmern. Oh, bevor ich jetzt vergesse. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Faunapedie. Sie heißt Faunapedie, eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Mit Hilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja, ja. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Das mag sein. Okay, jetzt haben wir quasi in Wikipedia. Können wir auch mal kurz reinschauen. Unsere Makrele bestaunen. Boah, da gibt's viel zum Entdecken, viel zum Angeln, Leute. Das wird spaßig werden. Aha, hier ist sie. März kann man die fangen. Wir haben März. Okay. Da findet man also Infos darüber. Nestor, alles klar. Zur Hantel! Es will einfach kein Fisch einbeißen. Ja, okay, reg dich ab. Wird schon, wird schon. So. Habe ich eigentlich schon mehr Anleitungen? Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Alter, guck dir mal den Energy Drink an, den der Tom hier hat. Etwas herstellen, natürlich. Ah! Kescha! Cool. Was brauchen wir denn dafür? 5 Äste. Wackelkescha. Weitermachen. Feuer. Ah, 3 Äste brauchen wir. Ja gut. Das machen wir uns nachher auch noch. So Leute, jetzt können wir auch Insekten fangen. Ihr seht schon, das Spiel ist wirklich, hat wirklich einen großen Do-it-yourself-Aspekt. So, unser Kescha. Oder Kescha, oder wie auch immer man das ausspricht. Jetzt müssen wir nur noch ein Insekt finden. Da können wir leider nicht rüber. Noch nicht, Leute. Das wird sich schon noch ändern. Also jetzt ist die Insel ja eher beschränkt. Oder der Bereich, den wir hier erforschen können. Also es wird sich früh genug ändern. So, jetzt tun wir entweder ein Insekt oder einen Fisch. Dabei noch fein Äste sammeln. Oh, das ist ein großer Brocken hier. Mann, oh Mann, Freunde. Schau her. Oh, ich hab dich, Bro. Alter, ein Barsch, oder? Ja, ein Barsch. Abmarsch, Barsch. Alter, die Sprüche sind auch wieder dabei, die Cringe-Sprüche. Bella, was tust du gerade eigentlich? Echt sauber, dass du mir letztens verbal unter die Arme gegriffen hast. Mein Zelt steht jetzt. Aber weißt du, Michi, mit all den Nasen, die hier rumlaufen, ist die Insel alles andere als einsam. Oh, Gänseblümchen, dich nehme ich da außen vor. Bist doch der Coolste. Und jetzt lass uns gehörig rocken. Ich hab's. Ich zerbrech mir schon eine Weile den Kopf darüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann.
Endlich kam mir der Geistesblitz. Eine knallharte Anleitung für einen Do-It-Yourself-Plättchenschirm. Ha! Oh, danke, liebe Bella. Ich wusste, wir werden Freunde. Was? Sticht einem hier auf der Insel. Als alles erst ins Auge. Ganz klar, das Unkraut. Das hier so wuchert. Der Anblick allein war die Inspiration für dieses knallharte Bastelobjekt. Muss ich nicht bedanken. Unkraut ist das Material, das uns hier garantiert nicht ausgehen wird. Schon mal so gesehen, Wedel. Alter. Oh, Schmetterling! Hoppala. Jawohl! Zitronenfalter, oder was ist das? Ja, Zitronenfalter. Sei nicht sauer, weil ich dich gefangen habe. Nein, nein, nein. Oh, Leute, ihr seht schon, die Zeit vergeht wie im Flug, wie lang das Video schon wieder ist. Es gibt so viel zu tun. Das ist der erste Anfang. Oho! Ein Kohlweißling. Von dir lasse ich mich nicht verkohlen. Es gibt so viel zu machen. Das ist wirklich ein Spiel, das Zeit frisst, aber man verbringt gerne Zeit damit. Oh, Geld. Her damit. Das macht auch einfach nur Spaß. Oh, schon wieder so ein Ding. Da bräuchte ich eine Steinschleuder. Oh, Geld. Oh, ich habe Post. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt von Nintendo. Lieber Mischi, vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Ja, danke. Aha, Geschenk nehmen. Geschenk in die Tasche. Und nochmal, Nintendo, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. In die Tasche damit. Danke, Nintendo. Wir werden öfter Briefe kriegen, Leute. In diesem Spielchen. So, unser Heim hier. Schauen wir mal, was das für eine Geschenke sind. Behelfswerkbank. Nintendo Switch! Oh mein Gott! Wir haben eine eigene Switch-Konsole gekriegt. Ich habe schon eine. Gips! Jetzt bekommst du endlich mal eine Switch. Jawohl. Ist ja cool. Sogar mit Ständer hinten, Leute. So, und Beihilfswerkbank. Mann, oh Mann, was ist denn das? Alter, es windet hier ganz schön. Lass erlernen. Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank herstellt. Aha. So funktioniert das, Alter. Wie viele Äste habe ich eigentlich? Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man einen Plättchenschirm herstellt. Okay. Oh, Leute, ich will den Part gar nicht beenden, weil es macht gerade so viel Spaß. Bisschen machen wir noch, aber nicht lange, okay? Oh, Fischi nochmal. Aber ein großer hier. Den holen wir uns. Komm her. Alter, direkt angebissen. Und es ist noch ein Barsch. Barsch, Abmarsch. Moment, ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz. Alter, es luftet hier ganz schön. Was für eine Atmosphäre. Zwei. Nein! Schichte! Lass mich da rein! Nein! Es ist zugemacht! Bella! Bist du wahnsinnig? Schichte! Nein! Hilfe! Mami! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, nein! Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich da rein! Nein! Oh, das war knapp, Leute! Ich sage euch eins, das war knapp! Fuck! Servus! So, einen Barsch können wir da mal verkaufen. Vorbereitung? Aber Handwerk bieten wir schon an. Komm, Lagerplatz, gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Ah, das ist auch ein Shop! Das bestimmt allerhand zu tun. Aber schau mal, was es gibt. Vielleicht ist was für dich mal. Ich schau mal. Spitze. Aufblassofa.
Und Wasserkühler. Aha, okay, da kann man auch kaufen. Ja gut, alles klar, soweit. Wir verkaufen hier nicht nur, wir kaufen auch Sachen. Also. Ja. Okay. Er kauft wirklich alles. Ich will was verkaufen. Einen Barsch kann ich dir nämlich gerne geben. Okay. Ein Barsch! Dafür können wir dir 400... Ja, abgemacht. Her damit. So. Was soll ich an Werk etwas herstellen? Blättchenschirm. Und was? Wie viel brauchst du hier? Eisenerz. Oh mein Gott. Hartholz. Können wir noch nicht viel machen hier. Blättchenschirm. Achso, da brauche ich noch mehr Unkraut. Okay. Und da bräuchte ich noch ein Dingens für. Alter, Leute. Das Spiel, das ist magisch. So. Jetzt holen wir natürlich auch dieses Bienennest hier. Weil, warum nicht? Stein nehmen wir auch auf. Den hier fangen wir. Kohlweißling, den haben wir auch schon gefangen. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Nein! Nicht schon wieder! Verdammt! Ich bin mutig! Nein, ich bin nicht mutig! Shit! Ich wollte sie fangen! Au! Alter, voll zerstochenes Auge! Au, au, ich bin voller Wespenstiche! Okay, es sind keine Bienen, es sind Wespen. Und jetzt habe ich natürlich ein zerstochenes Auge. Aua, das tut weh, Mann! Ich brauche nur Äste! Ja, aber das zweite Wespennest. Oh! Was ist das? Handtuchhalter? Zeig mal. Achso. Oh, der ist neu. Den haben wir noch nicht. Oho, ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit? Zwischen zwei Zweigen? Nee, das sind die anderen. Ah, cool. Leute, aber jetzt müssen wir echt für heute Schluss machen. Es tut mir leid. Aber es ist halt so, es macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, ich kann euch auch im nächsten Part wieder begrüßen. Bis dahin, habt ganz viel Spaß auf eurer eigenen Insel und bleibt gesund und munter.